Meine Freunde, damit sag mal herzlich willkommen hier zurück zu LS15 Ackendorf, der Version 2.2, ne? Ganz klar, zusammen mit Dino und Friesi. Hi Leute! Hallo! So, ich bring dir direkt mal hier einen Hänger da zum Abtanken. Gut, können wir das nicht machen, ja, mach mal. Ich denke mal, du gehst nach 1 und 2, ne? Jo, oder? Ja. So, und ich schau mal hier Gras rein. Ich füll gerade Gras aus beim Mixfeeder, aber ich sehe gerade, dass die Silage auch fast erloschen ist. Oh mein Gott, das ist ja krass. Eigentlich fast alles, oder? Nee, außer Stroh nicht. Bin niedriger Füllstand Silage, deswegen arbeitet es ja nicht mehr. Wie ging das Ding an? Also ich habe das oben rechts permanent eingeblendet. Ja auch. Ja, aber ich meine, wie geht denn das Tablet auf? Das war doch Steuerung F und M, oder nicht? Wenn du nicht davor stehst. Oder vertue ich mich da jetzt? Irgendwas mit Steuerung F. Fütterung abbrechen, Fütterung fortsetzen. Mhm. Das heißt, wir brauchen Silage. Oh Gott, das ist ja Mist. So, schauen wir mal ganz kurz, wie es beim Dings oben aussieht. Im Silo. Silage-Silo. Wenn ihr jetzt denkt, ey, die verarschen uns mit dem Realtime-Mod. Nee. Yeah. Das ist wirklich 3/4 L. Kann ich auch gehen. Ja. Machst du mir einen Cappuccino bitte mal jetzt? Ja? Ja. Schoko? Schoko? Mach doch mal. Was waren denn die Themen? Boah, ich hab was. Oh, ja, ich lasse ihm mal den Vorteil. Ja, weil sonst es kann nur schief gehen, wie mit dem Okay, Hotback. Wollt ihr. Wir fangen mit dem lustigen, etwas lustigeren an. Was haben wir denn für Genre zur Auswahl? Also, ihr habt einmal in der Rubrik Steam und YouTuber. Bei Steam kann ich mir schon richtig vorstellen. Dann möchte ich Steam anfangen. Ja, du möchtest Steam. Mit Steam anfangen? Ja. Counter-Strike, jede Sau bekannt. Bei Counter-Strike gibt es doch auch diese Skins, die man durch die Kisten halt kriegen kann. Ja. Dabei gibt es ja auch diese Gamble-Seiten, wo du die Skins verwenden kannst und so weiter. Scam-Seiten, so ja. Ach, ja. Die Nachricht hat er gelesen. Ja, und jetzt kam wohl ein Spieler, keine Ahnung, der muss sich wohl so tierisch drüber aufgeregt haben, schätze ich mal. Jetzt hat der Valve verklagt wegen illegalen Glücksspiel. Weil diese Skins werden ja bei den Gamble-Seiten als Währung gerechnet und keine Ahnung was. Und da kann ja jeder dran teilnehmen. Du musst dich ja nur mit deinem Steam-Account auf diesen Seiten da verbinden und blabliblub. Und das kann ja jeder, der einen Steam-Account hat. Also zählt das auch unter die Rubrik Minderjährige sind Glücksspiel am Treiben, weil es halt Glücksspiel ist. Ja. Und jetzt läuft da gerade eine Klage gegen Valve wegen illegalem Glücksspiel. Und ja, Gamble-Seiten sollen wohl jetzt ein dickes Problem dabei kriegen und auch bald verboten werden, wenn das wirklich durchgesetzt wird. Und ja. Ja, die Gamble-Seiten, muss man dazu sagen, haben ja jetzt einen regelrechten Hype erlebt, ne? Also ja. Erstens schießen sie wie Pilze aus dem Boden. Das heißt, es wird eine Gamble-Seite wird zugemacht, 5 auf. Und auch YouTube ist ein bisschen daran schuld, weil YouTube, über YouTube ja extremst Werbung für diese Gamble-Seiten gemacht wurde. Was natürlich so eine Sache ist, weil so ein Schwert mit zwei Klingen irgendwie, finde ich. Weil es ist ja bekannt eigentlich, dass es Scam-Seiten sind, ne? Oder? Bei manchen sind schon. Scam. Also ja gut, sagen wir so, im Endeffekt. Du holst, du kannst. Pass auf, du kannst mit Sicherheit kannst du da 5 Euro investieren, ein Messer für 80 Euro ziehen. Also es ist oft genug passiert, das ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen verlierst du halt und weil sonst würde die Seite ja nicht existieren, ne? Genau. Die Seite kann ja nicht davon leben, dass du hier vollständig am Gewinn bist. Und das ist eben das Problem an der Sache. Und wenn natürlich, ich glaube schon, dass das irgendwo Glücksspiel auch ist.
Ja, das ist es. Und wenn da, natürlich so aktiv Werbung auch drüber gemacht wird und natürlich auch keine Altersbeschränkung ist, dann werden die ein massives Problem damit kriegen. Ja. Hoffentlich nicht auch die YouTuber, die es vorstellen. Wenn die über 18 sind, weiß ich nicht. Oder ist da generell Werbung dann verboten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist mit Werbung für Glücksspiel. Weiß ich auch nicht. Das ist schlimme YouTube und das, ne? Ich glaube, ich hab das aber aber kann ja gar nicht sein, weil manchmal kommt ja auch im Fernsehen diese für Pokerseiten. Fernsehen ist nicht YouTube. Ja, Moment. Oh, Pokerseiten okay. Und dann? Ja, dann wird ja auch Werbung drüber gemacht. Poker Online, hier blablablub und ich weiß nicht, was da alles für Seiten gibt und wird Poker ja auch ein bisschen... Aber kein Glücksspiel. Poker ist ja klar, ist Poker ein Glücksspiel. Hä, bist du bescheuert? Hast du schon mal Poker gespielt? Ja. Ja, was? Darüber, aber jetzt bin ich gerade überlegen. Poker musst du spielen können, um zu gewinnen. Das ist richtig, aber bei Roulette hast du keinen Einfluss drauf. Nee, das ist wohl klar. Aber ist das nicht auch ein bisschen Glücksspiel? Das Gras wolltest du wegschieben. Ja, das habe ich ja gemacht. Was würde ich jetzt noch machen? Mähen? Haben wir nicht gemäht oben? Ja, hast du schon alles? Oder war das der erste Hänger? Nee, ich muss mal nochmal hochfahren. Ja, nee, Poker, ey, Poker in dem Sinne ist kein Glücksspiel. Du hast du hast immer einen bestimmten Faktor Glück dabei. Natürlich, welche Karte als nächstes kommt, welche Karten du bekommst und so weiter und so fort. Aber es ist nicht zwingend notwendig, das beste Blatt zu haben, um beim Poker zu gewinnen. Dumm, ja, ich dachte, das würde auch unter die Rubrik Glücksspiel zählen. Ja, gut, dann. Es ist eine Grauzone. Also, ich will auch nicht sagen, dass Poker kein Glücksspiel ist, weil bislang wird das Wort ist immer als Grauzone bewertet. Und man muss natürlich sagen, da streiten sich echt die Gemüter. Es wurde um einiges gelockert in Deutschland mit dem Poker und so. Und weil du kannst halt auch deine Odds, deine Outs und so weiter berechnen und kannst natürlich schon Einfluss nehmen. Du kannst bluffen und so weiter und so fort. Also es ist eben, wie schon gesagt, du musst nicht die beste Hand haben, um zu gewinnen. Ne? Und ist halt schwierig. Deswegen so Poker so eine Grauzone. Na gut. Deswegen weiß ich nicht, bei so Pokerseiten bin ich mir nicht sicher, also. Ja, ich glaube, YouTube selbst untersagt Werbung von sowas, von solchen Inhalten nicht. Ich sehe schon, wo es dann Probleme geben wird, wenn du dir was vorstellst, was illegal wäre oder ist in dem Falle. Sprich, wenn das Ganze, wenn spezielle Seiten dann als, was weiß ich, gewerblicher Betrug oder sonst was eingeschätzt werden, und dann hast du Werbung drüber gemacht, ja dann, ja, könnte es kritisch werden, aber ich glaube, ansonsten ist das halt so eine Sache. Aber ja, ist ja wenigstens mal schön, dass dagegen halt mal vorgegangen wird, weil da gab es ja erst einen Bericht von The Guardian oder irgendeiner hatte das Thema ja angestoßen. The Guardian ist ein professioneller CSGO-Spieler, ne? The Guardian ist aber meines Erachtens nach auch eine amerikanische Zeitung. Achso, das meinst du. Ja, aber es gibt auch einen Profi-CSGO-Spieler. Achso, ja, okay. Ja, ich kannte jetzt nur diese Zeitung da. Und die hatten das ja mal aufgedeckt, was das eigentlich für ein Milliardengeschäft ist, dieser CSGO-Wettmarkt da. Dass das absolut unkontrolliert stattfindet. Und ja, die hatten das ja erst aufgedeckt. Ja, das ist schon klar, ja. Dass da Kohle im Umlauf ist bei solchen Gamble-Gedöns, die auch jenseits von Gut und Böse liegen, ist auch klar. Ja, klar, deswegen liegen diese Betreiber von diesen Seiten und findest du dann, entweder findest du gar nichts oder du findest dann sowas wie Hongkong oder die Fidschi-Inseln oder. Ja. Das Problem wurde ja auch in dem Bericht da, was ich gelesen habe, gesagt, weil du dir die Skins als Echtgeld auszahlen kannst. Das ist das wohl das große Problem an der ganzen Glücksspielgeschichte da bei den Gamble-Seiten. Darum wird er jetzt. Darum wird es jetzt Skomark verkaufen, da ist das Steam-Guthaben. Genau. Oder du kannst es auch auf andere Seiten, da gibt es wiederum spezielle Seiten, die dir Skins abkaufen und dir das Geld dann echt überweisen. Ja. Ja. Da kannst du natürlich einzahlen, entweder Geldwäsche oder Steuerbetrug, kannst du vieles damit machen. Ja. Also, ich habe die Schnauze voll davon. Hast du gemacht? Hast du es gemacht oder was? Ah, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Einmal voll, das erste Mal auf der Seite angemeldet, meine Skins reingesetzt. Ich glaube, ich habe 10 Euro Einsatz gemacht und kam raus mit 50 Euro. Boah, voll gefreut, nice, die 50 Euro wieder verwettet und alles verloren. Ja, ist ja klar. Und dann habe ich gesagt, ein Glücksspiel mit dem Schrank. Genau, und dann habe ich gesagt, gut, leck mich doch alle am Arsch. Und dann habe ich damit aufgehört.
Also wenn wir irgendwann mal so einen USA-Trip da machen, wir zusammen mit, da wo ich immer so eine Ligeria kennen, sind dann in Las Vegas, wir lassen Freezy einfach alleine im Casino, schlipp, da kann man nicht mehr raus. Das ist erstens eine Legria. Ja, meine ich doch. Ja. Ich habe übrigens auch eine heute gekommen. Oh, Mensch. Nice. Ja. X oder auch Mini? X. Oh. Haut der Tino ganz auf die Kacke? Ja. Da, ja. Kannst du das ja jeden Tag im Vlog machen? Ja. Will er auf jeden Fall, will ich jetzt erstmal einmachen, ja. Und für die Farm kommen und so weiter und so fort halt, ne? Games kommen und so. Ich denke, es wird ganz cool werden. Kannst du schon deine GoPro an? Du? Ja. Warum? GoPro ist taktisch. Also jetzt nicht so für Vlogs jetzt, wo vielleicht weniger oder so, aber ich hätte da so die ein oder andere Verwendung dafür. Das Problem ist, dass Chin sie gerne behalten möchte. Gut, dann habe ich eh schon verloren. Weil, wegen der Unterwassergeschichte. Nein! Nicht das, was ihr denkt. Sondern, Das wäre ja ziemlich blöd. Ohne Witz. Nein, aber, weil die mit der Kleinen halt auch immer ins Schwimmen geht und so weiter. Mhm. Und, da halt, also, oder wenn wir halt mal schwimmen sind oder sonst was, eben ganz oft die GoPro dabei haben und da halt echt viel so unter Wasser auch mal filmen oder so. Okay, ja. Also was heißt unter Wasser, aber du kannst halt echt geniale Videos damit machen, ne? Mhm. Das ist schon echt cool. Und das gibt's halt auch nur die GoPro. Ja, es gibt nicht viele Cams, die solche Wasserdichtschutz noch mit dazu haben. Naja, du kannst sie halt nehmen und kannst sie ins Meer schmeißen, ne, mit Anlauf. Aber das du kannst so bei der Legria oder Ligiria oder wie auch immer, kannst Legre. Du dir auch so ein Gehäuse kaufen, extra von Canon auch entwickelt für unter Wasser. Mhm. Bei hab ich noch nie gesehen. Doch, kann ich nur noch einmal links schicken. Ja. Nee, aber da, ja. Da hab ich mich ganz toll gefreut, als sie kam. Mit der Post. Ja. Ist echt eine coole Kamera, muss man wirklich sagen. Also, sehr, sehr genial. Ja, ich hatte mich auch gefreut, aber meine Freude hielt nicht lange an. Nee, gut, aber es liegt ja an deiner Tollpatschigkeit. Was? Aus dem Vlog. Ey, Leute, nee, was geht ab? Jupp! Oder geflogen. Schade, Scheiße. Ich werde dir nie zu sehen bekommen, das Material. Hat er gleich gelöscht. Ja. Hat er gleich die SG-Karte verbrannt. Ja. Dam, da, dam, dam, da, dam, dam, ah. Dam. Blup. Dieselproduktion, Info, Schmiermittel voll. Okay, dann gehe ich voll, Mann. Mal. Schmiermittel voll. Okay. Oh, hat gut produziert. Wir brauchen mich. Unbedingt. Kohlen. Oh, das auch. Haut ihr hinten Dings mit raus? Stroh? Das ist Raps. Alle Was Felder du? Sind Raps. Was? Ich hab alles mit Raps angesät. Wie einfallsreich. Ja, ich dachte mir, jetzt machen wir Schmiermittel erstmal fertig. Dann müssen wir mal schauen. Okay, also das war da quasi deine Steam-Story. Jo. Ja, es ist halt, naja, es ist halt so eine Sache, es ist halt ein schwieriges Thema irgendwie, keine Ahnung, ich kenne eben auch ein paar YouTuber, die das eben machen, die das auch sehr erfolgreich machen und da auch richtig krass viele Abonnenten und Klicks mit generieren und so, und es ist halt, wie gesagt, es ist als zweischneidiges Schwert, also ich weiß nicht. Erstens weiß ich nicht, ob ich mir die Community anlachen möchte, das ist Punkt 1. Und, weil ich glaube, da sind schon ziemlich viele crazy Dudes dabei. Ne? Mhm, weil überleg mal, sind das so eine Schnauze wie Füsi? Weil der ist ja auch auf so Gamble-Seiten unterwegs. Ja, und dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Das ist schon. Naja, ist nicht so einfach. Das stimmt allerdings. Aber momentan Hype Train und wie es halt so ist, jeder springt auf den Hype Train auf. Natürlich, Pranks for the life. For the life. Prank. Ja gut, auf Hype-Trains aufzuspringen ist nicht so das Problem, kann man ja machen, aber das ist ja ein Ehrentrend. Aber trotzdem Prank, Junge. Das ganze Leben ist ein Prank. Wenn sein Leben ist ein Prank?
Das ganze Leben ist ein Prank. Ach so, ja. Wenn du dann irgendwann mal ablebst, machst du hoch und wieder auf, Alter, steht Gott vor dir, das ist ein Prank, man. It's a Prank. Ja. Jetzt geht's Zwischenleben erst los. Lebst du dann noch irgendein simplen Leben? Tja, Scheißendreck hier, da muss ich jetzt so tatsächlich... Glaubst du an den Leben, ein Leben nach dem Tod? Ich glaube ans Leben, ja. Ach, keine Ahnung, das ist... Ja. Und das Problem ist, du kannst niemanden fragen. Ja, ne? So, wir sind fertig. Wir sind fertig, genau. Bitte. Leben nach dem Tod kannst du ja für die nächste Folge aufheben. Nee, das... Was heißt denn bitte, du hast Sammerlerin, du Vollpfosten? Ach ja, stimmt, ich war da. Ja, meine Freunde, dann ist das nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder, wenn ihr mögt. Und dann ist schon fast wieder Bergfest. In dem Sinne, bis dann, auch noch. Tschüss. Rein.